Hallo meine Lieben und willkommen zu meinem neuen Video. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn ihr schon Julias neues Video gesehen habt, dann wisst ihr, was es mit unserem Hintergrund auf sich hat. Wenn nicht, dann müsst ihr es unbedingt gleich angucken. Wie immer der erste Link in der Infobox. Wir haben uns nämlich XXL Schaumstoff Bauklötze bestellt und haben bei Mühlern schon richtig geile Challenges gegeneinander mitgemacht. Und in diesem Video werden wir für den Leo ein riesengroßes Leo-Paradies-Schaumstoffhaus bauen. Ja, ja. Wir haben so geile Pläne, wir wollen das alles richtig cool machen. Mit Bett, mit Badezimmer, halt so ein richtig cooles Babyhaus. Ich freue mich mega darauf, ich hoffe, wir kriegen es so hin. Der Leo wird dann auch wahrscheinlich ins Badezimmer regelmäßig gehen. Auf jeden Fall, der geht dann immer da auf Klo. Ja. Wickeln brauchen wir den nämlich nicht. Auf jeden Fall schläft der Leo. Er schläft heute Nacht in seinem Haus. Wir dachten, dass wir seinen Mittagsschlaf mal nutzen, um jetzt sein Haus anzufangen zu bauen. Weil ich glaube, wenn der gleich wach ist, dann wird er einfach nur alles zerstören wollen. Vielleicht, dann macht das Haus wahrscheinlich kaputt. Genau, deswegen müssen wir uns jetzt ein bisschen ranhalten. Bevor der aufwacht, wollen wir fertig sein. Wir haben ungefähr 100 von diesen Schaumstoffdingern. Wir haben die jetzt mal alle da an die Wand aufgestapelt und werden jetzt ein Haus bauen. Aber die Dinger halten ultra gut aufeinander. Ja, die also die kleben null, aber irgendwie ist das so ein Stoff, der aneinander pappt. Ich finde es halt super wichtig, dass wir gleich das Schlafzimmer mit der Matratze finde ich cool. Ja, wir müssen auf jeden Fall erstmal einen Grundriss auf dem Boden machen und dann in die Höhe bauen, oder? Ja. Oder? Okay. Okay, ich hoffe, ihr könnt das jetzt alles sehen. Wir haben die Kamera jetzt erstmal so aufgestellt. Ich kann hier mal ein bisschen nach unten kippen. Fertig! Ich bin gerade richtig überfordert. Okay, das muss natürlich erstmal, wo soll überhaupt die Tür hin? Man geht hier so ins Haus. Die müssen natürlich versetzt voneinander sein, weil guck mal, sonst, das ist aber ein kleines Haus. Wir müssen das ja komplett hochbauen. Ja, aber wieso machst du die so nah aneinander? Wir können ja versetzt voneinander machen. Echt? Auch ganz unten schon? Ja, von mir aus machen wir unten richtig. Das sieht schon mal mega aus. Ja, machen wir zwei nebeneinander. Klar, jeder baut zuerst eine Haustür, bevor er mal das Haus baut. Also Haustür steht! Aber, nee, warte, guck mal, die haben das davor gemacht. Haustür wurde wieder abgerissen. Boah, wenn das nicht jetzt schon das schönste Haus aller Zeiten ist. Okay, dann machen wir die Tür. Können wir die Tür seitlich einbauen ins Haus oder muss die in der Mitte sein? So. Boah, Leute, baut niemals mit der Bianca ein Haus. Echt nicht. Hä? Okay, dann mach dein Ding. Okay, ich baue meine Seite. Ja, vielleicht müssen wir es ein bisschen kleiner machen. Das ist nur ein Schlafzimmer. Nee, das kriegen wir schon gut hin. Die Tür ist mega cool. Guck mal, ich habe oder wir das hier einfach zu so einer Tür machen. Aber weißt du, was richtig geil ist, Bibi? Was denn? Unser Haus hat schon Fußboden innen. Das heißt, wir müssen gleich kein Parkett mehr legen. Das ist gut. Das ist echt gut. Und wir haben sogar schon Fußbodenheizung. Das ist einiges wert, ja. Ist das jetzt ein cooles Haus hier oder was? Die Tür müsste verbaut sein damit. Oh, wie soll ich... Dann ist die Tür halt so ein bisschen nach innen, weißt du? Oh, das wird geil. Da können wir eine Blume hinstellen. Eine Blume! Wie willst du denn da ein Dach hinbauen? Ja, das zeige ich dir jetzt. Da bin ich wirklich mal gespannt, wie die Bianca da jetzt ein Dach hinbauen will. Oh nee, das geht nicht. Die haben nicht so ein riesen Dach. Ja, geht. Natürlich geht das also, nicht. Machen wir jetzt die Inneneinrichtung erstmal. Na klar, wer kennt's nicht? Erstmal die Inneneinrichtung, dann das Dach. Ja komm, dann hol mal aus dem Keller die Matratze vom Leo, oder? So, natürlich das Wichtigste, wenn man ein Haus baut. Bianca, bist du gerade im Haus drin? Ich bin im Haus, ja. Eine Toilette. Super. Diese steht natürlich direkt neben dem Bett. Oh, das ist voll süß. Und jetzt brauchen wir... Sieht ein bisschen traurig aus, die Einrichtung. Wir haben uns umentschieden, doch keinen Tisch. Der Leo freut sich viel mehr über eine Spielzeugbox. Genau, die kommt jetzt da rein. Da müssen wir jetzt ein bisschen Spielzeug reinräumen. Okay, perfekt. Warte, dann können wir erstmal hier das Bärchen vielleicht noch ins Bett setzen, oder? Ja, jetzt haben wir das Problem mit dem Dach noch nicht geklärt. Ja, ich weiß. Okay, die Bibi meinte, wir sollen die Dinge jetzt versetzt setzen. Ich kann ja in die Ecken dann auch so noch eine mal zur Stabilisation draufsetzen, weißt du? Ja, das ist eine geile Idee. Komm Leute, wenn Junge. Das nicht gilt, wir haben es geschafft, ein Dach zu bauen. Okay, warte, ich gehe mal mit euch rein. Aha. Hier. Oh, guck mal, von innen. Voll gemütlich, ey. Mega. So, mittlerweile steht hier eine Pflanze. Ha? Ein Haus braucht ja auch Leben. Du hast einen Teppich. Wir haben ein Haustelefon, ja, das ist ganz wichtig. Das ist super wichtig. Das gute alte Festnetz. Ich habe hier noch ein paar Snacks. Leos Lieblingscracker. Und
und Leos Trinkflasche. Die, wo stellen wir die hin? Ich mach mal ein bisschen heller. Guck mal, wir können rein theoretisch das Telefon vielleicht auch einfach so hier hinlegen. Dann können wir das hier so hinstellen, okay, oder? Dann ist hier die Snack-Ecke. Okay. Und dann haben wir noch einen kleinen Teppich für ins Haus reingeholt. Und oh, ich habe noch eine Decke geholt für ins Bett. Und ein Kissen. Boah, es ist so gemütlich hier drin. Das ist nicht mehr normal. Okay, ich gehe jetzt mal mit euch zusammen rein. Das Licht ist da drin halt echt ein bisschen miserabel. Aber... Passt auf, ne? Oh, okay, ich bin drin. Juli, du musst... Du musst auch mit reinkommen. Ich habe auf jeden Fall schon mal einen Ventilator mitgebracht, weil da drin ist es ein bisschen wärmer. Nimm mal. Ventilator? Okay. Ah, Bianca, das passt nicht. Doch, Juli, komm jetzt hier rein. Nicht kaputt machen, das wäre der größte Fail aller Zeiten. Alter! Oh, wir sind beide drin. Ist das krass. Das macht Mama und Papa glücklich. Oh nein, er wird sich voll freuen. Ich glaube auch, er wird sich freuen. Außerdem, wir sitzen als zwei Erwachsene hier drin, hier ist immer noch Platz. Also, wenn das nicht mal ein cooles, großes Haus für ein Kind ist. Ja, aber ich finde es echt heiß hier drin. Wir haben draußen gerade eh voll warm. Ja. Gut, dass wir sogar einen Ventilator hier drin haben, ne? Aber du hast gerade eben gesagt, wir brauchen noch eine Klingel. Das stimmt. Hier kann nicht einfach jeder reinkommen. Echt? Das geht gar nicht. Wir brauchen eine Klingel. Genau, der Leo ist gerade eben aufgewacht, aber wir lassen den mittags immer so lange dann auch im Bett, bis er anfängt ein bisschen zu meckern. Darf er sich mit sich selbst oben noch beschäftigen. Boah, sowas müssten wir ohne Scheiß öfter machen. Wir könnten so krasse Sachen machen. Erstmal könnten wir natürlich noch andere, verschiedene Häuser bauen. Kennst du diese Videos auf YouTube? Doch, die kennst du, ne? Was denn? Auf YouTube, wo die Leute so... Mit Schlamm sich Häuser bauen. Ja, so richtig krass. Und so welche könnten wir halt immer mit diesen Schaumstoffdingern bauen. Das wäre krass. Die kommt da einfach, die krabbelt da durch und fertig. So sieht das Haus aus. Hat auch seine Vorteile, klein zu sein. Oh, die Blume ist süß. Keine Hausblume. Wir brauchen jetzt noch eine Klingel. So sieht das jetzt von oben aus. Der Frosch ist die Klingel. So, ich gehe den Video jetzt. Hier steht jetzt die Haustürklingel. Ja, wer kommt denn da? Guck mal, Leo. Mami und Papi haben dir ein Haus gebaut. Was ist das denn? Oh. Da, schau mal. Ja, lass ihn mal rein. Das ist dein Haus, Leo. Wir haben sogar Snacks versteckt und zu trinken. Ja. Oh. Ja, stimmt, erst an der Klingel. Erst an der Klingel klingeln, genau. Ja, genau, mein Schatz. Erstmal klingeln, aber es ist eigentlich dein Haus. Da muss man nicht klingeln. Klingel, klingel. Oh, Vorsicht, Leo. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Ihr kommt. Ihr kommt. Er hat die Snacks entdeckt. Er hat die Snacks entdeckt? Ja. Das einzig Interessante. Danke, mein Engel. Darf die Mami auch was haben? Ja? Jetzt hast du alles ausgekippt. Was macht Leo in seinem Haus? Er verteilt Essen. Dankeschön. Und, gefällt's ihm? Guck mal, Leo. Da? Das ist das Süßeste, was ich jemals gesehen habe. Ich muss erst klingeln. Darf ich reinkommen, Leo? Darf der Papi auch rein? Oh, das biegt sich aber ganz schön ordentlich. Snacks liegen auch hier. Cool. Boah, das hat er mitbekommen. Wir haben noch ganz viel, Leo. Ja. Yeah. Gar nicht mal so übel. Okay, ich würde sagen, wir verbringen jetzt einen gemütlichen Familiennachmittag hier drin und werden hier noch ein bisschen spielen. Der Leo freut sich auf jeden Fall mega. Jetzt gleich gibt es natürlich auch Mittagessen nach dem Mittagsschlaf. Gibt es das im Haus hier? Das gibt es auf jeden Fall hier im Haus. Leo, wer isst hier zu Mittag? Das ist toll, also, Mensch. Ja, noch mehr Snacks. Wir essen alle. Mama muss auch eins. Okay, ich esse auch eins. Die sind echt lecker. Gebt unbedingt mal einen Daumen nach oben, wenn wir noch ein Haus für den Leo bauen sollen. Ja. Oder vielleicht so ein... großes Auto, wo der sich reinsetzen kann. Boah, das ist voll die geile Idee. Oder ein Bus. Oh, stell dir mal vor, wir würden einem Leo einen Bus bauen. Willst du einen Bus haben, Leo? Ein Bus?
Vielleicht schaffen wir es ja sogar dann so eine riesen Unterlage zu nehmen, dass der auch nachher echt rollen kann oder so. Boah, das wäre krass. Dann holen wir so Rollbretter im Baumarkt. Das wäre hart. Daumen nach oben, wenn ihr wollt, dass wir dem Leo so einen richtig rollenden Bus bauen. Ja, oder was anderes. Vielleicht fällt es ja noch so. Ja, okay, egal. Vielleicht habt ihr auch geile Ideen. Schreibt es unbedingt in die Kommentare. Okay, Leute, ich würde sagen, an der Stelle beende ich jetzt mal das Video. Hier seht ihr nochmal das Haus von außen. Der Julian liegt immer noch mit dem Leo da drin. Die beiden spielen. Es gibt jetzt Mittagessen für uns alle. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schaut jetzt unbedingt auch bei Julians Video vorbei. Ich habe es euch ja am Anfang schon gesagt, da haben wir mit diesen XXL-Schaumstoff-Bauklötzen so geile Challenges gemacht. Erster Link in der Infobox. Und ja, dann sehen wir uns hoffentlich da wieder oder bei meinem nächsten Video. Und bis dahin wünsche ich euch eine wunderschöne Zeit. Tschüss!